Hey, Chan, hast du schon mal ein Schwert gesehen? Oh, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Oh Mann, Dude. War was? Okay, ich muss zugeben, der war wirklich schlecht. Aber wisst ihr, was auch noch schlecht ist? Die Tatsache, dass auf Apple Watch schon lange keine richtigen Filme mehr gekommen sind? Nein, und das beheben wir auch nächste Woche Sonntag. Und bis dahin präsentieren wir euch heute die Top 7 der schlechtesten Horrorfilm-Klischees aller Zeiten. Auf geht's! Was braucht jeder richtig gute Horrorfilm? Erstmal eine Crew. Die besteht meistens aus einem weißen Mittelschichtmädchen, die am Ende wahrscheinlich sowieso überleben wird, dem Football-Quarterback, der rassistische Stereotyp, der Nerd, ein Kiffer und die Schlampe. Oder wie ich sie nennen würde, das Mädel ohne besondere Charaktereigenschaften, das Arschloch, das sich selbst für am coolsten hält, der Token-Guy, der Gamer-Schlaumeier, der Loser und die Schlampe. Das ist so ziemlich die Standardaufstellung für jeden Horrorfilm, den man jemals gesehen hat. Wenn man einen gesehen hat, hat man sie alle gesehen. Was treiben diese Kids so? Meistens erst eine Party. And then shit gets real, motherfucker. Und nachdem die Party meistens nicht zu Ende ist und der Killer aufgetaucht ist, machen sie das einzig Wichtige, was sie in einem ganzen Film jemals tun könnten. Stimmt, sie raffen sich zusammen, jagen den Mörder und hauen ihn so lange auf die Fresse, bis nur noch Einzelteile von übrig sind. Das hast du doch jetzt nicht ernsthaft geglaubt, oder? Da stimmt was nicht. Wir müssen uns aufteilen. Ja, gute Idee. Das wohl wichtigste Klischee in jedem Horrorfilm. Weil warum sollte man in einer Gruppe zusammenhalten, wenn man sich anstatt lieber aufteilen und im Haus alleine rumlaufen kann? Das macht auch viel mehr Sinn. Denn so kann einen der Killer viel einfacher Stück für Stück aus dem Verkehr ziehen. Außerdem hilft es dem Drehbuchautor unheimlich dabei, etwas Innovatives zu erfinden. Weil warum anstrengen, wenn man genau das machen kann, was jeder andere auch macht? Zum Beispiel Top 10 Listen auf YouTube. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid diese Gruppe und ihr habt euch gerade aufgeteilt. Wie verhaltet ihr euch? Ganz genau, ihr schleicht euch natürlich ganz leise durchs Haus, um ja keine Aufmerksamkeit zu erregen. Oder, was natürlich viel klischeehafter ist... Hallo? Ist hier jemand? Ich mal mir schon mal eine Zielscheibe mitten auf mein Herz, damit du mich auch gleich besser treffen kannst. Und dabei schrei ich noch durch die Gegend. Hallo? Genau, es dauert nicht lange, bis einer von den Trotteln in einen dunklen Raum stolpert, nur um sich zu vergewissern, dass auch niemand da ist, mit den Worten: Hallo, ist da jemand? Als ob der Killer antworten würde: Ja, ich bin hier, du bist der Nächste auf meiner Liste, komm gleich rüber. Hallo? Es wäre nicht so schlimm, wenn es nicht in echt jedem Horrorfilm passieren würde. Bäm, es ist zu spät, der Killer ist direkt hinter dir. Wo ist er reingekommen? Natürlich mitten durch die Vordertür. Und jetzt gibt es nur noch eine einzige Sache, die du tun kannst. So schnell wie möglich durch den Hintereingang raus. Aber halt, das wäre ja zu logisch. Denn warum sollte ich aus dem Hintereingang wieder rauskommen und direkt in die Stadt flüchten können, wo ganz viele Leute sind? Oder zur heißen Nachbarin, die wahrscheinlich in ihrer Unterwäsche auf dem Bett... Nein, natürlich nicht. Ich renne die Treppe rauf. Ach, du weißt schon, zu diesem Ort unterm Dach, wo es keine einzige Fluchtmöglichkeit gibt, außer ein Fenster. Und wie wir natürlich wissen, ist die Fluchtmöglichkeit dritter Stock Fenster immer die beste Möglichkeit. Jetzt ist es natürlich soweit gekommen. Der Killer hat dich gestellt, es gibt keine Möglichkeit zur Flucht. Was machst du? Du greifst zur nächsten Waffe und schießt ihm direkt ins Knie. Daraufhin bricht er zusammen und du kannst ihn zerhackstückeln. Oder du nimmst ein Messer und stichst es ihm in die Schulter und tödlich getroffen sackt er zusammen und verblutet elendig. Aber nee, wir sind ja hier in einem Horrorfilm und wir müssen ja auch ein paar Klischees erfüllen. Du greifst also zu dem Messer und stichst in den Typen rein. Nur das scheint ihn gar nicht zu jucken. Denn Horrorfilm-Bösewichte sind grundsätzlich unbefucking siegbar. Diese Kerle sind förmliche Kugelschwämme. Man kann sie zerhackstückeln oder elektrisieren. Oder in die Luft jagen, oder überfahren, oder zerquetschen, oder mit Plutonium übergießen. Na, ist ja Quatsch, dann werden sie ja noch stärker. Und es ist auch völlig egal, auf welche Art und Weise sie am Ende umkommen. Es gibt bald sowieso einen neuen Film mit ihnen. Und noch einen, und noch einen, und noch einen, und noch einen, und noch einen. Kennt ihr diesen einzigen, ultimativen Grund, warum ich niemals in meinem Leben Kinder haben will und werde? Diese kleinen Pissdinger sind scheiße gruselig! In Horrorfilmen stehen diese Kinder immer so creepy rum oder können mit Geistern reden. Oder schauen dich die ganze Zeit so gruselig an. In meine Fresse, was soll das? Das sind Kinder! Habt ihr schon mal Kinder im Real Life gesehen? Das sind kleine, nervige, schreiende, süße Kackbratzen. Und im Film? Yeah.
Möchtest du ein Glas Maggi haben? Geh mir weg! Oh Gott, ich lasse mich sterilisieren! Man muss sich auch mal fragen, wo kommen diese Kinder eigentlich her und warum sind die ständig so verhaltensgestört? Und was wird später mal aus denen? Ah, unbesiegbare Bösewichte. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Jetzt ist es passiert. Nachdem ihr stundenlang durch dieses Haus gerannt seid, habt ihr es geschafft, den Killer tödlich zu verwunden. Und jetzt gibt es nur noch eine Sache, die ihr tun müsst, während dieser Typ halbtot am Boden rumliegt. Ihr nehmt eure Waffe, hebt die über ihn und sticht ihn mitten ins Herz. Anschließend zerhackstückelt ihr seinen Kadaver in so kleine Teile, dass man nicht mehr ausmachen kann, was es ursprünglich einmal war. Nehmt die Überreste, die ihr noch finden könnt, packt sie in einen Mixer und püriert die Scheiße aus ihnen raus. Dann nehmt ihr diese glibberigen Reste von diesem Typen, kippt es auf dem Boden aus, Benzin rüber, anzünden. Und nachdem alles abgefackelt ist, pisst ihr noch auf seine Asche. Anschließend schreibt ihr seiner Mutter einen Brief, was sie in ihrer Erziehung wohl falsch gemacht haben könnte, weil ihr Sohn ein offensichtlicher psychopathischer Mörder geworden ist. Unbesiegbar. Aber da wir natürlich in einem Horrorfilm-Klischee stattfinden, passiert Folgendes. Er ist fast tot. Boah, ich hasse diesen Punkt. Immer werden die Gegner tödlich verwundet und jetzt genau dann haben sie die Chance. Was machen sie denn? Die Waffen fallen und rennen weg! Das ist für mich absolut gar nicht nachvollziehbar. Dieser Typ hat gerade eben 6 seiner Freunde abgemurkst. Leg deine Scheu ab und mach den Typen kalt. Denn da gibt es keine Diskussion. Das gleiche blüht dir auch. Und wenn du sicher gehen willst, dass dir das nicht passieren kann, dann stech den Like-Button so lange ab, bis er nicht wieder aufsteht. Und prügel der Kommentarbox die Scheiße aus dem Leib, indem du ihr mal zeigst, was du denn scheiße findest an Horrorfilmen. Auf dem Weg nach draußen kannst du dem Abonnieren-Schild auch nochmal mitten ins Gesicht schießen, falls du das noch nicht getan hast. Hier vorne kommen wir zu unserer letzten Top-Liste. Oder hier vorne zu unserem letzten Apple War. Und denkt immer dran, ihr macht ein Abo und wir machen Abgang. Ganz genau. Die Tatsache, dass auf Apple War schon lange keine richtigen Filme mehr gekommen sind, hä? Yeah!